Hallo Freunde, heute gibt es meine Meinung zu dem Film Maze Runner, die Auserwählten im Labyrinth. Und in dem Film geht es eben um eine Gruppe von Jungs und die leben auf einer Lichtung inmitten eines riesengroßen Labyrinths und keiner kann sich mehr an irgendetwas erinnern, außer eben an ihren Namen. Eins ist jedoch klar, alle wollen aus dem Labyrinth rauskommen, doch das ist nicht ganz so einfach, denn in diesem Labyrinth leben eben Ungeheuer und noch dazu bewegen sich in der Nacht die Wände. Und als dann auf einmal der junge Thomas durch einen Fahrstuhl neu auf die Lichtung dazukommt, wird relativ schnell klar, dass Thomas ein bisschen anders ist, denn er kann sich eben an Dinge erinnern und er sorgt schnell für die eine oder andere Sensation, und als dann noch ein Mädchen auf die Lichtung kommt, das scheinbar Thomas zu kennen scheint, spielt eben alles verrückt. Und wie das Ganze aussieht, das seht ihr auf jeden Fall im Trailer. Also schaut euch mal ganz kurz den Trailer an und danach kommt meine kurze Filmkritik dazu. Kannst du mir irgendwas über dich erzählen? Wer du bist, woher du kommst? Weißt du deinen Namen? Ich kann mich an gar nichts erinnern. Tag 1 Frischling. Raus aus den Federn. Was ist das hier? Willkommen auf der Lichtung. Wer hat uns hergebracht? Wissen wir nicht. Was ist da draußen? Ihr könnt mich nicht einfach hier festhalten. Ich kann dich nicht gehen lassen. Warum sagt keiner, was da draußen ist? Das Labyrinth. Jeden Morgen, wenn sich diese Tore öffnen, suchen die Läufer einen Weg nach draußen. Niemand hat bisher eine Nacht im Labyrinth überlebt. Was passiert mit ihm? Wir nennen sie Griever. Wir gehören nicht hierher. Irgendjemand hat das Labyrinth gebaut. Es wird Zeit rauszufinden, womit wir es hier zu tun haben. Du bist nicht wie die anderen. Du bist neugierig. Was ist das denn? Das ist der erste echte Hinweis. Wer weiß, wohin uns das führt? Ein Mädchen. Thomas. Alles hier hat sich verändert, seit du aufgetaucht bist. Was, wenn wir aus einem bestimmten Grund hier sind? Die Tore schließen sich nicht. Sie sind hier. Die kommen so lange wieder, bis sie uns alle getötet haben. Lasst uns abhauen, auch wenn wir dabei sterben. Du checkst es einfach nicht. Wir sind längst tot. Bist du dir sicher? Nein. Thomas! Wir kommen hier nicht raus. Sie lassen uns nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich war beim Trailer noch ein bisschen skeptisch und ich wusste nicht genau, was ich von diesem Film halten soll. Doch jetzt, wo ich den Film gesehen habe, muss ich ehrlich sagen, ist das ein ziemlich cooler Abenteuerfilm geworden. Der hat seine Probleme, dazu kommen wir gleich. Aber ansonsten ist er auf jeden Fall ziemlich cool geworden. Zum einen hat man natürlich alle wichtigen Elemente drin. Das Ganze ist sehr spannend geworden, so hat man ganz viele Szenen, wo einfach klar ist, links neben der Ecke steht ein Ungeheuer und der Protagonist will nicht gesehen werden. Die Frage ist eben, was passiert hier? Außerdem kann man sich die ganze Zeit fragen, wie würde ich handeln, was geht hier vor? Man hat viele Flashbacks und das Ganze ist, wie gesagt, sehr spannend erzählt, sodass man tatsächlich ein bisschen mitermitteln kann, was geht hier eigentlich vor, was ist richtig, was ist falsch. Da kann man sich immer Gedanken machen. Das finde ich mal ziemlich cool, dass der Zuschauer hier mit rein involviert wird. Und außerdem hat mir der Cast ziemlich gut gefallen. Der ist relativ unbekannt, aber trotzdem ziemlich gut. Und vor allem dadurch, dass man eben so unbekannt ist, muss man sich noch eher aufs Schauspielern konzentrieren. Man muss eben überzeugen. Und genau das tun hier eben die Darsteller auch. Und das macht ziemlich viel Spaß. Trotzdem muss ich sagen, hat der Film hier und da seine Macken. Vor allem, weil er eben zu viele Fässer, finde ich, aufmacht. Man hat hier eben eine Trilogie auf der Buchseite. Also es gibt schon 3 Bücher. Und man merkt einfach, dass hier im ersten Film ganz viele Sachen aufgemacht haben, wo man wirklich denkt, die können niemals alle wieder irgendwo hinführen, einfach die ganzen Handlungsstränge. Das finde ich ziemlich schade. Außerdem hat man hier ziemlich viele Logiklöcher, wo auf einmal Sachen, die eigentlich als unmöglich erklärt werden, auf einmal passieren und funktionieren, wo man sich die ganze Zeit fragt, wie kann das sein? Das ist doch total unlogisch. Und was für mich ziemlich störend war, und das klingt jetzt nach ziemlich viel, es ist aber letztendlich gar nicht so schlimm, dass man sich am Ende einfach fragt, wieso ist das hier ein Labyrinth? Das ist nirgendwo richtig erklärt und meiner Meinung nach auch eine ganz große Frage, die am Ende noch offen bleibt. Insofern hoffe ich mal auf den zweiten und den dritten Teil, dass da einiges noch erklärt wird, aber so als Nicht-Buchkenner und als nur Zuschauer des ersten Films, muss ich sagen, sind da einige Logiklöcher und Fehler noch drin, wo man sich wirklich fragt, wo sollen die eigentlich hinführen? Aber das ist, wie gesagt, Meckern auf relativ hohem Niveau, denn ansonsten war der Film wirklich sehr unterhaltsam, hat Spaß gemacht, tolle Effekte, einen ziemlich coolen neuen Cast und von mir gibt es auf jeden Fall 7
7 von 10 möglichen Punkten. Und von mir eine Kinoempfehlung, ist ein ganz toller Blockbuster jetzt geworden für die Zeit. Und wie gesagt, geht gerne ins Kino, falls ihr euch dafür interessiert. Ansonsten bin ich auf eure Meinung gespannt. Werdet ihr euch den Film anschauen? Und wie findet ihr ihn? Schreibt mir eure Meinung bitte in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Und bis demnächst.